Das Ausflugsziel Bergwerk Ewald ist ein stillgelegtes Steinkohlenbergwerk in Herten im Kreis Recklinghausen. Die Abteufarbeiten für den Schacht 1 begannen schon im Jahre 1872. Hier befand sich übrigens der tiefste Bergbauschacht des Ruhrgebiets. Heute ist das Projekt Ewald ein Eventstandort mit Biergärten und Gastronomie. Seit 2013 findet auf dem Gelände der Zeche eine der größten Custom Culture Shows Europas statt. Gezeigt werden Hot Rods, Custom Cars, Lowrider und Vans. Auch das Besucherzentrum der Halde Hohe Wart ist hier zu finden. Der ARD Sportclub und die WDR Lokalzeit sendeten live aus dem Revue-Palast Ruhr. Neben den Travestie-Shows mit Glitzer und Glanz gibt es hier auch ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Die Ewald-Promenade lädt zum Spazierengehen und zum Radfahren ein. Über die Promenade lassen sich die historischen Anlagen mit den denkmalgeschützten Zechengebäuden und Schachtgerüsten bestaunen. Auf dem Zechengelände gibt es viele denkmalgeschützte Zechengebäude und alte Schachtgerüste zu entdecken, wie auch der alte Malakow-Turm über Schacht 1. Es handelt sich dabei um massive Fördertürme aus Mauerwerk. Die stabile Bauweise aus bis zu 3 Meter dickem Ziegelmauerwerk konnten die schweren Seilscheiben halten und die enormen Zugkräfte der Fördermaschinen auffangen. Zu bewundern sind das Doppelbock-Fördergerüst über Schacht 7 und das Fördergerüst über Schacht 2. Insgesamt existieren also nach wie vor der Malakow-Turm über Schacht 1, das Stahlkastenstrebengerüst über Schacht 2 und das Doppelbock-Fördergerüst am ehemaligen Förderschacht 7. 1989 erfolgte die Vereinigung mit der Zeche Schlegel und Eisen, 1997 die mit der Zeche Hugo. Kurze Zeit verfügte das Verbundbergwerk Ewald-Hugo dadurch über insgesamt 21 Schächte. Am 28. März 2000 wurde die letzte Förderschicht gefahren. Im Frühjahr 2001 folgte dann die endgültige Stilllegung. Auf dem Gelände lassen sich diverse Maschinenteile bewundern. Interessant sind dabei teilweise die riesigen Dimensionen. Ebenfalls fußläufig erreichbar ist die Halde Hohe Wart. Die Halde Hohe Wart ist mit 152 Metern Höhe eine der größten Halden und ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt hier Aussichtsplattformen, Treppen, Bänke und Wege für Radfahrer und Fußgänger. Oben angekommen, wird man mit einer tollen Aussicht belohnt. Die runden Stahlbögen des Horizont-Observatoriums sind auf der Halde nicht zu übersehen. Das Horizont-Observatorium auf der Halde Hohe Wart ist eine der gewaltigsten Landschaftsmarken des Ruhrgebiets. Das Observatorium besteht aus zwei riesigen Bögen, die jeweils wichtige astronomische Bedeutungen haben. Da es Risse an der Schweißnaht gibt, ist das Bauwerk nicht begehbar.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.